Basisdemokratie. Bürgerproteste zeigen Erfolg. Erster von zwei Sextätern verschwindet noch im April. Insel Sachsen-Anhalt. Das beschauliche Altmarkdorf Insel in Sachsen-Anhalt wird offenbar ein Vorzeigeexemplar basisdemokratischen Agierens. In dem bereits seit Monaten andauernden Konflikt zwischen Landesregierung und verurteilten Sextätern einerseits und den Bürgern des altmärkischen Dorfes Insel andererseits ist Bewegung gekommen. Einer der beiden Problemfälle möchte noch im April diesen Jahres das Dorf verlassen. Dies kündigte in der vergangenen Woche der sachsen-anhaltische Justizsekretär an, der bereits eigenen Angaben zufolge einen unterschriftsfertigen Mietvertrag für den Übersiedler vorzuliegen hat. Im Oktober 2010 wurden zwei verurteilte Sextäter nach einer Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs aus der Sicherungsverwahrung entlassen und zogen in das 400-Seelendorf bei Stendal. Doch dort rumorte es kräftig. Die Bürger demonstrierten monatelang, auch unter Duldung rechter Kräfte, die Bürgerdemonstrationen mit bis zu 70 Teilnehmern zusätzlich unterstützten. Diesem Umstand geschuldet, schaltete sich die Landespolitik in die Angelegenheit ein. Die Grünen solidarisierten sich sogar mit den beiden ehemaligen Häftlingen, genauso wie bekennende Linksextremisten, die erst vor wenigen Wochen mit einer Demonstration für Kopfschütteln unter den Anwohnern sorgten. Jetzt hat einer der beiden Sextäter angekündigt, das Dorf zu verlassen. Der andere Verurteilte möchte aber bleiben. Ihm zuliebe kommt sogar Justizministerin Angela Kolb Ende April nach Insel, um die Anwohner zu beschwichtigen. Ziel der anberaumten Bürgerversammlung ist es, die Bevölkerung von weiteren Demonstrationen abzuhalten. Es sollen mehr Initiativen gestartet werden, um den verbleibenden 64-jährigen Sextäter zu integrieren. Ob das auf Zustimmung treffen wird, ist angesichts des Durchhaltevermögens der Inselaner zweifelhaft.